den Nenner nicht als Skateplatz ausgesucht, weil er viel anzubieten hat. Also diese Themen wollen wir ansprechen, halt unsere, was wir glauben, was wir aus dem Freiraum machen können. Das sind wir. Ich bin 14 und spiele gerne Fußball. Ich bin Lilly, ich bin 12 und fahre gerne Pennyboard. Ich bin Phil, ich bin 13 und mache gerne Kung Fu und fahre gerne Pennyboard. Ich bin Louis, ich bin 13 und zeichne gerne und fahre Pennyboard. Das ist Lorenz und er spielt Basketball. Ich bin Simon und spiele gerne Basketball. Das ist Luca und er macht Judo und Basketball. Und er schwimmt auch. Das ist unser Freiraum, der ähnliche Skateplatz. Man sieht, diesen Pfützen, also es haben sich so Pfützen gebildet. Das passiert sehr oft, wenn es regnet oder es Gewitter gibt. Und hier sind die Schlaglöcher, also hier sind schon Schlaglöcher und Risse. Und deswegen bilden sich halt immer Pfützen. Hier wurden auch schon ein paar kleine Rampen hingebaut. Die sind aber schon sehr abgenutzt, also die sind schon so circa ein Jahr drauf. Und die wurden auch schon angesprayt und sind hier die, das sieht man jetzt nicht so ganz, aber die ist schon komplett kaputt gemacht worden. Und ja, das wollen wir halt verbessern. Uns gefällt an diesem Platz nicht sonderlich, dass der Platz, mit dem passiert nichts, da gehen keine Leute gerne hin. Und wenn man da einfach vorbeigeht, ist es immer leer, das ist, kann man auch einfach so lassen, wenn das so sein sollte, aber es soll ja verschönert werden, deswegen wollten wir was verändern. Und uns gefällt nicht, dass an dem Platz sehr viel Müll ansammelt und wegen dem Müll kann man nicht so gut Skateboard fahren. Also an dem Platz gefällt uns schon ganz gut, dass er ist halt groß genug, also da hat man genug Fläche, um da halt was Neues und was Besseres draus zu machen. Und dass halt um den Platz herum ist auch noch sehr viel Natur, also sehr viel Bäume und so. Und deswegen ist es, wenn er dann neu gemacht wird, sehr cool, dann zu skaten. Und er hat eine gute und zugängliche Lage, also man muss ihn jetzt nicht sonderlich suchen oder so, sondern wenn man da an diesem Weg vorbeigeht, dann sieht man ihn halt auch sofort. Unsere Pläne sind, einen Ort zu gestalten, an dem Kinder und Jugendliche sich gerne treffen und auch gerne Skateboard fahren, wo man Geburtstage feiern kann, wo man alles machen kann mit Freunden und einfach chillen. Ja, und auch einen Ort zu schaffen, an dem man sich nach der Schule oder der Arbeit oder wo noch auch immer halt sich ausbauen kann und sich ein bisschen zurücklehnen kann, relaxen. Mit Freunden Skateboard fahren und einfach so einen zentralen Treffpunkt zu schaffen für Jugendliche und Kinder halt generell. Also, das sind unsere Ideen hier in der Skizze. Das ist jetzt hier oben eine Halfpipe, so eine Art Halfpipe, haben die meisten wahrscheinlich schon gesehen. Aber bei uns ist das anders, nämlich wollen wir hier, dass so eine Art Halbmond entsteht, also dass hier noch Wände hinkommen, damit man hier mehr hat. Und dann wollten wir noch eine kleine Rampe schaffen für kleinere Kinder oder einfach generell, um hier zu sliden. Ja. Auch noch eine Idee waren diese Bänke, wo man sich dann hinsetzen kann und sich einfach zurücklehnen kann, wenn man gerade irgendwie gefahren ist. Dann hatten wir noch Tische, das ist jetzt nicht ganz das, was wir haben, aber halt einfach Tische, damit man darauf essen kann oder trinken oder sonstiges. Und als letztes, das sieht man auch, wenn man hier vom Eingang dann direkt reinkommt, ist eine Infowand, wo wir halt Plakate oder Poster reinheften werden oder einfach Infos zu Projekten, die in der Nähe stattfinden oder auf dem Platz, irgendwelche im Wettbewerb oder was ähnliches. Unsere Vision sind, dass wir den Ort, also den Freiraum benutzen, um verschiedene Veranstaltungen, Veranstaltungen, Skate, Wettbewerbe
Skate-Turniere, sowas, wo Leute einfach hinkommen können, Spaß haben und vielleicht auch einen kleinen Preis gewinnen. Die Jury wird dann prominent aus Bonn besetzt werden und ja. Und die ganze, also wie das Ganze finanziert, die ganze Finanzierung würden wir durch Sponsor machen. Da haben wir uns ein paar ausgesucht. Noch nicht alle stehen fest. Wir haben hier Titus, das ist ein Skateladen, den würden wir Werbung auf Rampen anbieten. Die Telekom, auch also Werbebanner. Und WeGrow, das ist so ein Laden für Pflanzen, der kümmert sich dann um die Bepflanzung. Den haben wir sogar schon, also eigentlich schon feststehen. Blue Tomato. Ja, das ist auch so ein Skate-Shop, ähnlich wie Titus. Und die drei haben wir noch nicht ganz feststehen. Bei einem oder anderen haben wir noch schon gefragt, aber WeGrow steht schon fest. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und das ist unsere Gruppe, der Ende nicht das Skatepark.